Hallo liebe Leute, lange nichts gehört. 5 Jahre ist es jetzt her ungefähr, als ich das erste Tiny House gebaut habe und fertiggestellt habe. Nun ist es mal Zeit, ein zweites zu bauen. Was ist noch passiert in der Zwischenzeit? Nur kurz das Update. Genau, also ihr seht, ist der Anhänger wieder von Vlemmix. Waren wir in den Niederlanden gewesen und haben das Ding abgeholt. Diesmal 60 cm länger als der andere. Und dementsprechend wird das Haus auch größer und höher sogar als der erste. Ja, und was soll da rein? Wir wollten ein bisschen, uns ein bisschen vergrößern. Warum? Ja, Nachwuchsplanung, sag ich mal. Und dadurch kam man auf die Idee, wir haben ja in unserem ersten Tiny, wenn ihr das kennt, nur einen Raum, also im Endeffekt ja zwei, aber das Badezimmer sollte man nicht mitzählen. Und somit haben wir einen Raum, wo man sich aufhalten kann. Ist dann eventuell mit Nachwuchs ein bisschen schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir nochmal, anbauen. Ja, dieses Teil hier wird dann nachher mit dem anderen verbunden. Und somit kommen wir dann nachher so auf 38 Quadratmeter vielleicht. Ja, da soll dann Schlafgemach rein. Also jetzt hier Arbeitszimmer, Wohnzimmer und ein Kinderzimmer. Und wie wir das hinkriegen, das erfahrt ihr in den nächsten Videos. Bleibt dran, ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal, euer Dennis.